Wir sind nun bereit, um unsere Reise zu beginnen. Wir stehen in München und wollen nach Bern. Und wir haben letztes Mal das Flugzeug soweit startklar gemacht, haben hier alles eingegeben und sowas. Und jetzt werden wir mal die nächste Checklist starten. Und zwar die Pushback, beziehungsweise den Pushback-Anfragen. Für den Pushback müssen wir allerdings mal schauen. Müssen wir mal in den Sichtmodus be fester Beobachter wechseln. Weil beim Pushback muss ich ja, da ich kein Addon habe, selber einschätzen, wie weit ich zurückgepusht werden will. Und das ist heute ziemlich weit. Ha, wie viel wird das sein? 23 Meter, schätze ich. Ja, das muss man ein bisschen schätzen. Man schätzt eigentlich immer falsch, aber ja, tun wir mal 23 Meter einstellen. So. Und zwar wollen wir heute die Zero Eight nehmen, die, wenn wir jetzt hier drauf schauen, ja, links von uns ist. Das heißt, wir wollen, ja, eben, warte mal, wir wollen nach rechts gepusht werden. Genau, wir wollen hier nach rechts gepusht werden, damit wir links fahren können. Das ist immer verwirrend, ob jetzt das Hinterteil irgendwie nach rechts geht oder das Cockpit nach rechts geht, wenn man jetzt Pushback rechts oder links einstellt. Aber genau, wenn wir jetzt nach links wollen, dann müssen wir nach rechts gepusht werden. Und zwar um 90 Grad, wenn es geht. Damit wir ja hoffentlich perfekt ankommen. Starten wir das mal und schauen, ob wir richtig ankommen. Flight deck to ground. Go Go ahead, ahead, sir. Sir. Auch Okay, lustig. ground, we have Die Stimmen ATC sind cool. clearance for push and start now. Please confirm that ground equipment and service are clear. Roger. Mache ich auch mal das Fenster hier auf, damit wir noch ein bisschen Luft kriegen, ja? Hey, können wir den Ramp Ground Agent jetzt equipment and service anbrüllen? clear, all doors are closed. Steering pin is in position and we're ready when you are, Captain. Okay, start pushback. Roger, sir, please release your parking brakes. Machen wir doch glatt, wenn er das so will. Parking brakes released. Start and pushback. You can start both engines at your discretion, Captain. Is Genau. okay? Jetzt pusht er uns zurück und wir starten Motor Nummer 2. Start in engine 2. So, schauen wir mal, wie es draußen aussieht. Ob wir richtig ankommen. Das wird jetzt spannend. Ja, zurzeit sieht es noch gut aus. Wir werden gerade nach hinten geschoben. Aber, das war zu kurz. Das war viel zu kurz. Das wären 28 Meter gewesen. Nee, 30 Meter. Mann! Ich mach immer deutlich so, ich kann das gar nicht einschätzen, wie weit wir zurückgepusht werden müssen. Naja. Start Engine 1 machen wir doch auch. Starting number one. Damit sich hier unsere Triebwerke starten. Aber gut, das passt schon alles. Habt ihr das Geräusch wieder gehört? Das ist eines meiner Lieblingsgeräusche. Ich finde, das hat irgendwie Stil, ne? Wenn die Hydraulikpumpen angeben. Ja, wie auch immer. Was steht hier? Ist gerade weggegangen. Okay, alles klar. Ich wollte mir hier gerade anschauen, was da steht. Etwas, was ich auch gerne, wenn ich dran denke, diesen Flug beachten würde, ist, wenn wir starten, dass wir hier auf Chrono drücken. Das macht man aus Gründen. Engine one stabilized. Ja. And pushback is complete, Captain. Please set your parking brakes. Die ich zwar, ja, einigermaßen kenne, aber ist jetzt eher nicht wichtig. Aber wir machen es einfach mal. Wenn ich dran denke, ich denke meistens nie dran. Parking brakes are set. Okay, then, Captain. Tow bar disconnected. You know steering pin is removed. All clear. Signal on the right. Have a good run, sir. Danke. Danke, danke. So, wir haben jetzt noch ein Fenster offen. Jetzt müsste gleich die Checklist kommen. Die After Start Checklist. Ja. Engine Mode Selector. Set. APU Bleed. Genau, die APU brauchen wir jetzt nicht mehr. Set off. APU Master. Set off. Ground Spoilers. Die Ground Spoilers müssen wir noch armen. Set. Rudder Trim. Jacked Zero. Pitch Trim. Pitch Trim machen wir einfach mal hier. Set. Flight Controls. Flight Controls, ja. Jetzt gehen wir mal auf diese Seite. Ah, ne, sind wir schon. Okay, auf diese Seite. Full left. Full
Full left. Full right. Full right. Neutral. Neutral. Full up. Full up. Full down. Full down. Neutral. Neutral. Und noch rudder. Check. Full left. Flaps. Full right. Neutral. Das sagt er irgendwie bei mir immer nicht. Finde ich scheiße, aber naja. Was willst du machen? Ne? Flaps 1. Anti-Ice. Off. Ecam Status. Checked. Ecam Door Page. Genau, drücken wir nochmal auf die Türen, um zu sehen, dass alle zu sind. Ja, sind alle zu. Checked. Hand Signal. Received. Checklist complete. Okay, irgendwie haben wir die Punkte begangen mit den Sliding Tables. Ja, wie auch immer. Ich schließe jetzt mal und schließe das Fenster auch. Frische Luft ist drin. Wir fliegen übrigens heute bei schönem Wetter. Letztes Mal war es so neblig. Da habe ich mir gedacht, okay, ich stelle jetzt einfach schönes Wetter ein, weil, obwohl es letztes Mal irgendwie in echt, glaube ich, ziemlich blauer Himmel war, wie auch heute eigentlich, verlasse ich mich darauf nicht und habe jetzt mal schönes Wetter eingestellt, dass wir mal bei schönem Wetter, ja, hier fliegen können. So, und jetzt können wir hier das Taxiing starten. Also starten wir einfach mal und, ja, versuchen dann hier irgendwie auf den richtigen Taxiway zu kommen. So. Haben wir noch irgendwas zu beachten? Und die Taxi-Checklist. No slide? Ah, das ist immer blöd mit dem Taxiing und dem gleichzeitig die Checklisten beachten. Ich versuch's mal. So, ich kann hier nämlich auch mit meinem Controller hier hochschauen. Set on. Mit meinem Joystick. Brake check. Pedal pressed. Checked zero. Mal kurz gepresst. Check. Auto brakes. Autobrakes machen wir auf Maximum, damit wir beim Startabbruch eben, ja, schnell landen können. So, jetzt müssen wir hier, Max. Takeoff Data. Reviewed. FCU. Mann, ich kann so echt nicht... Ah, ne, jetzt habe ich... Ah, mach du das mal. Ich muss hier jetzt gerade Taxiing machen. Set. Flight Instruments. Checked. So. Checked. TO Config. Set. Checklist. Ich muss nämlich jetzt Taxiing machen. Jetzt kann ich hier nicht irgendwie die Schalter umstellen, ja. Da soll die das mal ruhig automatisch machen. So. Jetzt sind wir aber fertig. Jetzt kann ich die wieder ausschalten. Da brauchen wir die nicht mehr. Ich wollte nur gerade, dass die das hier macht, weil sonst kann ich hier nicht gescheit auf dem Rollfeld rumfahren. Wir wollen ja heute noch wegkommen hier nach Bern. So, von daher lasse ich dieses Mal machen und ich konzentriere mich voll und ganz darauf, diesen Vogel hier auf die richtige Startbahn zu buxieren. So, schaue ich mal ganz kurz, wie ich hier fahren muss. Ah ja, perfekt. Fahren wir jetzt hier noch eine geradeaus und dann nach links und dann nach rechts und dann sind wir schon da. So, also die fahren wir noch geradeaus. Ja, ein bisschen schneller, wenn es geht. Wir sind gerade arg langsam, aber naja, passt schon. So. Aber wir sollten recht mittig fahren, aber ich traue mich gar nicht nachzuschauen. Weil sonst stürzt er wieder ab. Wir werden heute mit möglichst wenig Außenperspektive fliegen, damit wir nicht wieder abstürzen. Vorhin habe ich mich, glaube ich, noch versprochen. Vorhin habe ich gesagt, wir haben die Autobrakes auf Max gesetzt, damit wir im Falle eines Startabbruchs gut landen können. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, damit wir im Falle eines Startabbruchs gut bremsen können, ja. Weil wenn wir die Autobrakes, also die automatischen Bremsen auf Maximum setzen, dann gibt es volle Schubkraft, wenn wir einen Startabbruch durchführen. Was wir heute hoffentlich nicht machen werden. Aber, ja, muss man halt einstellen, aus Sicherheitsgründen, ne, beim Start Autobrakes Max, damit wir schnell zum Stehen kommen können, falls wir uns entscheiden, ja, wir wollen heute doch nicht nach Bern fliegen. So, nochmal hier schon, die nächste können wir dann drauf fahren. Und dann kommen wir perfekt bei der 08 Left an. Und ich habe immer noch nicht vergessen, dass wir auf Chrono drücken wollten heute, wenn wir hier starten. Ja, weil man das in echt so macht, aber weil ich das immer vergesse. So, ein bisschen langsamer werden, damit wir hier jetzt gut um die Kurve kommen. So. Drehst ein. Wunderbar. Ah, bisschen zu wenig sogar. Bisschen noch rüber, so. Und fahren wir auf die Startbahn. Ja, wird schon nichts kommen, ne? Also hier im Singleplayer kommuniziere ich eigentlich nie mit den Lotsen, weil das hat einfach keinen Sinn. Die sind einfach dumm und da braucht man nicht viel kommunizieren. Aber im Multiplayer kann man ja auch mit auf Iwao zum Beispiel mit Multiplayer eben Flight Simulator spielen. Da ist das cool, da kommuniziert man eben mit echten Lotsen, die halt auch
praktisch PC spielen, aber halt nicht als Pilot, sondern als Fluglotse. Das ist auch ganz cool. So, was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Haben wir hier alles jetzt gemacht? Warte mal, das ist die nächste Checklist. Before Takeoff, ja, die Before Takeoff müssen wir nämlich noch machen. Flight Attendants, seats for takeoff, please. Before Takeoff Checklist. Brake Temperature. Checked. Brake Fans. Off. Engine Mode Selector. Checked, normal. TCAS. Das TCAS müssen wir noch anschalten, alles klar, okay. TARA tilde buff. TARA tilde buff. Exterior Lights. So, die Exterior Lights, das ist immer dieses Panel. Welche müssen wir hierfür anschalten? Unter 10.000 Meter brauchen wir die Landing Lights. Die Nose Lights setzen wir auf Takeoff. Die Strobe Lights. Set on. Okay. Sliding Tables. Stowed. Ah, jetzt kommt's. Jetzt Stowed. Kam's. Checklist complete. Verdammt, okay. Ja, gut. Diese Geräuschkulisse, das ist schon cool, wenn man so ein Addon hat. So, und jetzt können wir starten und sobald wir abgehoben haben, drücken wir auf Chrono. Oder, nee, sobald wir den Takeoff Thrust gesetzt haben. Das heißt, wir starten jetzt und drücken auf Chrono und ich denke heute dran, das allererste Mal, erstmal auf halbe Leistung stellen und schauen, okay, Engines are stabilized, Takeoff. Takeoff, Manual Flex and SRS. Chrono, haha. Ich freue mich da tatsächlich ein bisschen drüber, weil ich es immer vergessen habe. Aber macht man eigentlich echt schon so und deswegen wollte ich es halt auch machen. So. Dann schauen wir mal. 100 Knots. Perfekt, wir sind mittig hier in München. We won. Rotate. Rotate. Alles klar. Und tschüss München. So. Positiv klein. Gear up. Gear up. Gear up. Perfekt. Navigation. Check. Okay, jetzt, ja, können wir es eigentlich auch schon den Autopiloten übernehmen lassen. Und wir sind in der Luft, sind erfolgreich hier abgehoben, wir schauen uns hier nochmal um. Hier, good old Germany. Gear is up, lights off. So, jetzt fliegen wir zu, ja, 7000 fliegen wir zu unserer ersten eingestellten Höhe und dann, ja, können wir noch später noch höher steigen. Okay, jetzt ein bisschen abflachen. Jetzt können wir auch die Flaps wieder einfahren. Die Spoilers können wir disarmen. Ich weiß nicht genau, wann man das macht. Auf jeden Fall tut man die im Flug disarmen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nee, zur Landung tut man die wieder armen. Und dann, ja, funktionieren die mehr oder weniger automatisch. Und ist eigentlich ganz gut immer. So, was können wir noch machen? Warte mal, die Passenger Signs haben wir auf Auto gestellt, okay. Ich setze die mal auf ganz on. Bis wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben. So, jetzt können wir erstmal ein bisschen schauen, dass wir steigen. Wir fliegen gleich diese wunderschöne Kurve bei Delta Mike 071. Und bei diesem blauen Punkt werden wir unsere 7000 Fuß erreichen. Und hier blinkt schon auf Level Climb. Das heißt, wir können jetzt unseren Takeoff Thrust, also unsere Takeoff Geschwindigkeit, unseren Schubhebel hier von FLX MCT zu Climb Thrust? CL, Climb Thrust zurückstellen. Okay, die After Takeoff Checklist. Damit wir einfach nicht so viel Sprit verbrauchen. Engine Mode Selector. Checked, normal. Spoilers. Disarmed. Ah, Flaps. Jetzt macht man so checked, viel. Checked, retracted. Landing Gear. Gear up. Lights off. Exterior Lights. Exterior Lights. Warte mal. Über 10.000 Fuß schaltet man die Landescheinwerfer dann aus. Die Nose Lights brauchen wir jetzt nicht mehr. Exterior Set Lights. Off. Packs. Die beiden macht man aus, genau. Both on. Anti-Ice. Off. TCAS. Checked. Altimeter. Altimeter, was will ihr von mir? Will die hier jetzt, dass wir unsere Reiseflughöhe einstellen? Nee, keine Ahnung. Was will die gerade von mir? Das frage ich mich gerade. Ach so. Standard. Ja, okay. Checklist complete.
Ich bin dumm, ja, klar. Das meint ihr immer damit. Das verwirrt mich immer, ne? Im Multiplayer ist das einfach das QNH, aber hier nennt ihr es Altimeter. Das ist einfach Standard gesetzt worden, weil ab 5000 Fuß setzt man das. Zumindest in Deutschland ist es so geregelt, dass man es eben ab 5000 Fuß mehr oder weniger auf Standard setzt. Das hat mit Luftdruck zu tun und damit das alles geregelt abläuft. Ist jetzt auch, geht es auch zu weit hier, das alles zu erklären. Auf jeden Fall, wir die Electronic Devices, die sagt schon, dass die Leute jetzt im Flugzeug rumlaufen dürfen, aber wir sind noch gar nicht auf der Reisehöhe. Ja, auf die steigen wir jetzt auch. Sind jetzt auf 10.000 Fuß. Lights off. Genau, da kommen die Landing Lights off. Off. Ja, das mit den Lichtern ist auch so eine Philosophie für sich, wann welches Licht und so, aber das muss man sich einfach auch mal merken, das habe ich auch noch nicht ganz genau drin. Muss man einfach sich mal angewöhnen und mal schauen. So, schauen wir mal hier. Wir fliegen jetzt hier lang. Wann kommt der nächste Wegpunkt? Lacole. Lacole kommt jetzt. Lima Alpha Kilo Oscar Lima. Und wir sollen jetzt zum Cruise Level climben und dann geht's hier los. Und Gesundheit. So, wann haben wir das Cruise Level erreicht? An diesem blauen Punkt hier. Und wann müssen wir wieder sinken? Oh ja, das dauert noch einige Zeit, ja. Man sieht schon hier, Bern ist schon noch ein gutes Stück weg. Wir haben heute nämlich ca. 205 Meilen zu fliegen. Von daher ist das schon noch ein bisschen was. So, und jetzt sehen wir hier schon Lacole in 9,1 Meilen. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt dann gleich einen Cut setzen werde. Und dann sehen wir uns, dann sehen wir uns demnächst wieder. Im nächsten Video, wo es dann einfach ein bisschen weitergeht. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.